Also, hi Fans, die Mikros sind auf. Es spielen am Tisch Björn alias Rufname Z gegen Erik, Admiral Apfel. Björn hat gerade die Inni gekriegt und legt jetzt den zweiten Stein. Und zwar, wo legt er den denn hin? Ah, nee, das ist mir zu doof. Ich mach den jetzt da oben in die Ecke, ich weiß doch, was du vorhast. Du willst doch wieder hier schön kleine Felder und so. Bla, ich zieh die jetzt schön in die Ecken raus. Ha! Tja. Und jetzt änderst du deine Spieltaktik komplett in die Relation zum Probespiel gerade. Vielleicht. Ich will kurz gucken, was du dort so anschreibst. Okay. Dahin. Aha. Wenn du glaubst, dass ich das mitmache, dann nein. Mach ich nicht. Na gut. Cool. Dann baue ich ja meinen Piloten mit der 3 auf. Du machst die in. Ja, dann musst du 4 auf. Ja, wir spielen quasi das gleiche Spiel gerade, nur mit einer Kamera oben drüber. Wenn der Ausgang auch so ist, bin ich zufrieden. Ist das noch später am Abend? Jetzt fliege ich wahrscheinlich noch schlechter. Wenn du das sagst. Also nach dem, was die Leute erzählt haben, was er nicht mal was man nicht mehr geahnt hat, weil ansonsten noch viele Tische auch da. Also, okay. Ich glaube, es reicht nur, dass ich mit 6 Tische fahre. Ja. Ja, jetzt habe ich dir keine Ecke gelassen, in der du dich verkriechen kannst, ne? Ich habe immer noch eine Idee, wie man das anfliegen soll. Deine 5 darf auch noch. Ja, und die ganzen Geburtstage, ne? Unfassbar. Deine Tante feiert den Geburtstag. Ja, die Menschen haben alle immer nur im April Zeit, Kinder zu machen. Dann kommen die 9 Monate später, alles Januar-Kinder. Geht mir auch gerade so. Nur Januar-Menschen. Kinder haben später Geburtstag. Vor allen Dingen sollten wir auf das Gras noch geben, wenn man Holzplatten. Wenn die zwei Holzplatten damit auflegen, dann rutscht die Matte nicht so. Auf dem Gras rutscht die immer. Die
Ja, das hat das Team auch schon gesagt. Aber wir haben Holzplatten, die da auch genau da reinpassen. Dann packen wir die da rein und dann wusste ich das schon. Das Team jetzt schon gesagt. Ja, das hat er irgendwie, aber das so, weil da jetzt die ganzen TIE Fighter sind. Das ist der andere TIE Fighter. Viel Spaß. Dir auch. Danny, startest du? Ja, wird doch ein Timer. Ja, viel Spaß. Na gut. Runde 1. Damit die Streaming-Gäste das auch sehen. Ich bleib stehen. Wer hätte das gedacht? Runde 2. Mein PS4. Warte, nicht wegrutschen. Mein PS4 Special Forces. Gibt Vollgas. Fliegt eine Runde los. Und nimmt sich einen Fokusmarker. Also das wurde uns am Samstag gesagt, dass man das Manöver da reinlegen soll, damit uns das derjenige, der das guckt, das besser sieht. Wenn die Regie mal mitarbeiten würde, ich glaube, ich kann die Manöver auch einblenden. Ja. Ja, wir hätten die dazu hier ansetzen sollen. Ich glaube, dass man das so macht wie ich und jeder Base eine andere Farbe hat. Dann kann man die Schiffe unterscheiden. Erik, lass dich jetzt nicht ablenken, Spiel. Das geht von unserer Zeit ab. Komm, wir müssen nochmal anhalten und nochmal die Base wechseln. Dann können wir ein bisschen Scheiße machen. Erik, ich würde sagen, der Schiff wird gerade aktiviert. So, dann fängt Scorch an, macht 2 gerade aus. Aber das ist ja durch den Pilotenwert auch eigentlich klar. Wer was macht gerade. Außer nachher, wenn er die Durchschwarmtaktik hochzieht, dann muss man das schon klar ansagen. Ja, gut, das müssen wir sowieso. Ja. Mal hier, dann ist der Reifen. Was? Keine Aktion? Oh mein Gott! Oh mein Gott. Doch, er macht eine Aktion. Ah, ein Fokus. Ein Fokus. Hier, übrigens, das sind alte Fokusmarker, nur falls man das sieht. Die sind doch irgendwie, die sehen doch aus wie die neuen, oder? Ja, wir werden ja aufrüsten auf diese überformatigen Token. Das ist ja super geil. Also, wenn du die organisiert hast und dann. So, dann dein nächster. Besser als die. Der macht. Der Silencer macht auch 2 gerade aus. Fokus. Dann ist mein Sechser dran. Dann muss Thorsten schon wieder zur Seite weichen. Ja. Und auch der nimmt sich einen Fokus. Midnight Markt. 2 Grad aus. Wir können ja auch langsam. Was? Ja, verteilt zumindest. Fokus. Und Nagel macht auch 2 Grad aus. Den sieht man ganz schlecht? Ja. Gut, dann nehme ich den vom Tisch. Das wurde mir gerade gesagt. Dann tausche ich den mal. Wir hören mal ihn. Bitte melde dich, Alex. Tada! Sieht man besser? Ja. Gut. Gut, den brauchen wir jetzt eh nicht. Wir schießen das nicht. Und wir drehen wieder die Manöver. Was? Alkohol? Ich kann auch ein bisschen Scheiße labern, das ist ja unterhaltsam. Ja, wir sind gerade noch hochkonzentriert, Völke.
Und wir wundern uns, dass du schon wieder da bist. Ja, ich hab meine Tasche vergessen. Ja, achso, das ist der Turbo in deinem Fuß. Ja, genau. Jetzt habe ich das verstanden. Wenn ich nicht mit nach Hause bringe, Tasche, kriege ich Ärger von meinem Fuß. Na, randaliert er ja schon. Wiedersehen. Tschüssi. Ciao. Ja, und der eine Zuschauer, der uns gerade zuschaut, wahrscheinlich, freut sich gerade mega über unsere Quatschkommentare. Ich hoffe ja, dass sie noch. Vielleicht erbarmt sich ja irgendjemand und guckt sich das noch in der Wiederholung an. Ja, ich wahrscheinlich. Spielanalyse. Was habe ich eigentlich völlig verkehrt gemacht? Und Makato und Danny gucken sich das bestimmt auch nochmal spielanalytisch an. Wenn du deutscher Meister bist, kannst du nochmal ein Best-of. Ich und deutscher Meister, genau. Wohin läuft das denn? Keinen Fall. Ja, mach mal, Erik. Ja, der Spielverzögerung, eindeutig. Sehe ich auch. Hast du schon mal ein Überrad gestellt? Nein. Was? Gott, ich bin schon fertig. Ja. Du weißt doch schon zwei Runden vorher, was man macht. Ich verstehe das immer nicht. Nee. Menschen, die so langsam sind. Aber vielleicht bin ich deswegen so schlecht, weil ich immer so schnell bin. Ja, könnte wohl daran liegen. Okay, okay. Dann fliege ich los. Und zwar fliege ich mit dem Shuttle los. Eine, zwei, blau. Ich baue den Stress ab und verstärke vorne. Zur Verdeutlichung lege ich das mal vorne. Dann. Ja, aber nochmal. Damit das auch in meinem Kopf. Ja, achso. Ja, klar. Ich bin nämlich manchmal dumm. Was sowas angeht. Vergiss einfach was. Ja, sag ich ja, dumm. Und mache als Aktion eine Fassrolle nach links und ja. So hoffe ich, dass das passt. Ein bisschen verrutscht. Hinten noch jetzt. Die Fassrolle nach links hinten. Gut. Okay, dann ist Quatsch dran. Nee, ja doch, ist Quatsch dran. Genau. Dein Vierer und dein Fünfer. Drei geradeaus. Da liegt eben eine Karte von einem Spiel drin. Nur so, falls ihr da mal irgendwas sucht. Ja. Deine 5 ist auch noch dran. Ja. Falls du da schon magst, dann mach das. Ne? Ja. Was? Ja. Die ist blau. Die 5 gerade. Krank. Okay, schnell kann er. Schnell kann er. Das kann ich mal. Fokus. Und automatische Schubdüsen. Schub. Und kriegt dafür einen Stress. Ich nehme mir eine Evade mit Quick Draw, falls es doch zum Schuss kommen sollte. Dann sind deine beiden. Ja, dann Midnight. Drei raus. Fokus und Schlüssel. Jedenfalls drei raus. Jedenfalls ein Fokus. Okay. Dann gucken wir mal.
in der Kampfphase? Da geht überhaupt gar nichts. So, dann okay. Brauchen wir uns auch alles andere nicht überlegen, können wir uns sparen. Die Token gehen alle raus. Ich kann jetzt zwei Modelle sehen. Das könnte ich versuchen, mit einem zur Entdeckung und einem zu schießen. Ja, könntest du. Das machen wir auch. Und zwar entdeckt ihr das mit dem Rücken. Jo. Was hat denn der Special Force Teil für geradeaus Manöver? Alle. 1, 2 und 3 sind blau. Kraft L1 geradeaus? Ja. Okay. Und 4 und 5 sind weiß. Krass, okay. Ich sage ja, das Manöverrad ist für einen Teil ist es phänomenal. Also du hast 4 rote Manöver und alles andere ist weiß oder blau. Und ja. Ich glaube, du hast sogar ein, du hast 7 blaue Manöver, das heißt, du hast eigentlich sogar noch ein positives Rad. Und ich Idiot spiele trotzdem noch eine Mustererkennung, falls ich doch noch einen Stress durch ein rotes Manöver mir aufbaue. Also. Okay. Okay. Das Shuttle fliegt los mit einer locker leichten 1 geradeaus. Und nimmt sich eine Zielerfassung. Und zwar nimmt es sich die auf den Midnight-Typi. Das ist die 3. Dann fliegt Black Shot. Ja, das war mir tatsächlich in dem Fall gar nicht so bewusst. Ich hoffe, du hast das Ticket nicht bezahlt. Oder noch nicht. Alles gut, du kannst mich ja los. Moin. Ich habe das Gefühl, dass gleich wieder auf Backdrop geschossen wird, deswegen nimmt er sich ein Evade. Mal 4. Scotch, 2 Grad aus. Ja, sein Evade-Marker. Fokus. Deine 5 darf dann, ne? Genau. Ja, der Silencer macht. Ja. 2er Bank. Ich dürfte diesen haben, weil er sonst nicht hält. Also, ich schätze Flo an, dass er anhand dieses Stückes die Fraktion erkennen kann. Ja. Ja. Aktion war dann nur Schub, oder? Nee, Fokus. Nee, Fokus. Achso, das war nur Bewegung. Nur Bewegung, ja. Aktion war Fokus und
Und dann nochmal ein Schub. Nein, Quatsch. Blödsinn. Ich mach eine Fassbrust. Ich kann mir immer eine neue Schablone sponsern, guck mal, ob das passt. So. Also, dann hast du doch deine neue Meinung. Ich verstehe das gar nicht. Das ist gleich, ne? Ja, aber die andere war nicht. Das ist Kunststoff. Du kannst aber auch Berlin schicken. Itchy, scratchy, ups, geht da. Ja, kann ich mal. Ja, der macht das auch günstig. Ich kann auch die mal guten aus Pappe nehmen. So, ja, ich bin noch Stress. Eben, irgendwas war da doch noch. Irgendwas fehlte noch. So, mit Stress. So. So, dann ist mein Special Forces dran. Der überlegt sich auch hier den Schonwaschgang anzubauen. Und der gönnt sich auch eine Zielerfassung auf Midnight, alias Onigalida. Was für ein Midnight? Ja, den habe ich vorhin in der Proberunde nicht runtergekriegt. Jetzt will ich den erstmal nehmen. Ja, gut. Gut, dann ist meine 6. Hast du durch oder hast du noch? Ich habe durch. Ich habe meine Aktion gemacht. Mehr kann ich nicht machen. Also ich könnte noch einen Turm drehen, aber das werde ich dir jetzt nicht können. Okay, ja. Ach ja, stimmt. Ja klar, natürlich. Dann ist jetzt Midnight. Das war ja raus. Ha. Jetzt, wo Dezo sagt, das war keine gute Idee. Jetzt, wo Dezo sagt, das ja. Zielerfassung geht auf. Quick Draw. Das hatte ich gehofft. Ja, stimmt, der Kraft schießt nach draußen. Nach, warte mal, der macht nach draußen mehr Schaden, kann sein. Potenziell. Was? Alles gut. Das war klar, dass du die auf ihn legst, weil der zweimal schießen kann, wenn er angeschossen wird. Ups. Ach ja, du musst noch Schild verlieren, oder? Hm? So ein Schild verlieren, oder? Dafür müsste ich dann Schilder verlieren, ja. Und, ach ja. Nein, mach. Und jetzt halt Fokus. So, jetzt haben wir doch mal eine Kampfphase. Beginn der Kampfphase. Du darfst anfangen, wenn die deinen Knochen mehr zu erhöhen. Ja, das ändert jetzt tatsächlich nichts. Aber ich möchte. Das ist echt eine gute Frage, ne? Ich glaube, ich schieße tatsächlich zuerst mit. Na, erst musst du den. Ja, ja, also den Pilotenwert. Hebe ich an mit Quick Draw auf 6 auf. Hinter dem Ding stehen wir gleich. Ich gebe Lieutenant Thorsten den PS6. Ja. Dann, ja, Nadel gibt den Scorch, der 7. Mhm. Und dann den Scorch auszuschießen auf Nadel. Ja, das finde ich gerne. Nein, kann gar nicht auf Nadel schießen, hat er ja nicht im Winkel. Nein, Scorch schießt auf Quick Draw. Scorch schießt auf Quick Draw in Reichweite 2. Oh, nimmt sich noch einen Stress, um einen Würfel mehr zu machen. Und zwei Würfel. Nee, alle 6 oder? Hm? Alle 6? Ne, 7, 7, 7, 6. Und der 5. Aber, fragst du nicht. Joa, läuft. Ja. Ein Ganzen. Ein Ganzen.
Reicht. Damit verliert Quickdraw das erste Schild und gönnt sich seinen ersten Bonusangriff und greift mit drei Würfeln. Das kann ich ja eigentlich auf den schießen, auf den ich will, weil... Reichweite 1? Nee, Reichweite 2, aber ich ja eh keine Modifikation habe. Ne? Weil wenn ich jetzt ihn... Wenn ich auf ihn schieße, hat er mich an der Zielerfassung, ich kann nichts verändern und nichts drehen, ne? Du kannst, ja, wenn du jetzt auf Midnight schießt, dann kannst du nicht modifizieren. Genau. Und die beiden haben Fokus. Die anderen haben halt nur Fokus zu modifizieren. Das heißt, für mich ist es egal, für dich nicht, dann schieße ich mit Quickdraw auf Midnight. Okay. Ja. Für ein. Boy. Aber gut, hätte ich hier nicht verändern können. Ja, okay. Hat er verteidigt mit ein. So, dann darf Null schießen. Dann darf Null schießen. Null schießt auch auf. Ja, Quickdraw. In Reichweite 2. Ja. Das Auge aus. Damit verliere ich meine beiden letzten Schild. Keine Schilde mehr? Keine Schilde mehr, genau. Hat der schon irgendwas verloren? Nein. Dann schieße ich jetzt mit dem... Mit dem Shuttle. Mit dem Shuttle oder mit Quickdraw? Ja. Dann schieße ich mit dem Shuttle auf Midnight. Jo. Das sind 4 Stück. Und da habe ich eine Zielerfassung, die gebe ich aus. Ja. So. Das sind jetzt. Genau, dann verliert Midnight ein Schild und kriegt einen Schaden. Einen Schaden. Dann greift Quickdraw jetzt regulär an, wieder auf Midnight. Ja, genau. Von meinem Angriff gerade. Von Midnight hat er 3 Schilde. Midnight, nee, Midnight ist ein Teil FO. Das ist kein. Midnight ist kein Special Forces Teil. Ist egal, der Track war. Ja, dann greifen wir jetzt mit Quickdraw mit einer Tastenbulär an. Jo. Für einen Crit. Mal 0 nochmal ausgleichen. Ja, schau mal. Ja, das tut er. Wunderbar. Toll, dein Crit. Super. Wahrscheinlich Waffen ausfallen. Doppeltreffer. Nee, Volltreffer. Juhu! Echt? Oh nein. Also, das ist ein Volltreffer. Fuck. Hoch nicht fluchen. Und damit geht der gute Midnight. Das war da nichts. Ah, geil. Gut. Das ist was. Oh je. Na gut. Yippie, yippie, yeah, sagst du, ne? Schweinebacke. Reichweite 2, Reichweite 3. Nein, 5 ist ja erst dran. Achso, ja, das ist korrekt. Ich weiß nicht, ob noch Reichweite ist. Das ist wichtig. Aber dann hätte ich dich dran schieben müssen, glaube ich. Nee. Nein, der ist raus. Ha! Glück gehabt. Dann schieße ich mit Backdraft. Und der hat gerade gesehen, wie toll das geht bei Quickdraw. Und hat Überwasser. Und schießt den Reichweite 3 auf 0. In der Hoffnung, ihm Schaden reinzudrücken, damit diese PS7-Kacke weg ist. Hat 2 normal plus Feuerwinkel nach vorne, also 3. Und das sind ein Fokus und 2 Hits. Und da sind 2 verteidigt und das hat er wunderbar gemacht. Das ist ja scheiße. Deine beiden haben schon geschossen. Ja. Ich habe meine 3 noch geschossen und dann geht's wieder an die Manöver wieder. Mhm. Jo. Weil hier ist Midnight nur Schaden bekommen, ne? Und beziehungsweise eine Quickdraw hat Schaden bekommen, Midnight ist kaputt.
Midnight ist raus. Der hat Volltreffer kassiert. Das ist ein Copy-Paste-Fehler oder so ein Scheiß. Aber ich kann das nicht schlossen, das müssen wir hier klicken, oder? Ja. Ich glaube, ich hätte auch eher den Stück genommen. Kylo. Das ist nicht Kylo. Das ist nicht Kylo. Das ist Blackout. Ah, was hast du genommen? Die Situation hat keinen Grund. Ich hätte fast gepasst. Ich hatte fehlte ein kleines Zentimeter Augenmaß. Ich habe ja eine Fassballe gemacht, hätte ich die Fassballe vorne angesetzt, jetzt gepasst. Aber egal. Das muss über den Stein spielen. Gut. Ich hab's überlegen. Tja, mein Freund. Ach, deswegen habt ihr alle eigene Schränke. Nicht wegen dem Spielzeug, sondern wegen dem Alkohol. Also ist das doch so wie überall. Kommt nur zum Saufen in den Verein. Okay, ich muss mir jetzt eben kurz nochmal überlegen, ob das, was ich machen will, jetzt gleich die richtige Entscheidung ist. Aber weißt du was? Ich mache das jetzt einfach. Das klappt einfach knallhart da rein. Ich mache... Echt? Okay. Ich hau mich da schön in die Mitte. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du da stehen bleibst. Damit das überhaupt passt, nehme ich mal die Parkposition ein. Ich koordiniere eine Aktion auf Quickdraw und der nimmt sich dafür einen Fokus. Dann ist der Thai Special Forces alias Backdraft dran. Der hat sich nicht getraut, eine 5 Grad auszumachen. Deswegen macht er eine 4 Grad aus. Nimmt eine Zielerfassung auf 0. Und als freie Aktion, oh, da markiere ich mir lieber nochmal, bevor ich jetzt gleich weg. Als gekoppelte Aktion drehe ich den Feuerwinkel nach hinten. Und dann bist du dran mit deinem 4 und deinem 5. Ja, hier nach wie an. Macht. Ja. Geradeaus. Dann versuchst du das, was da durchzukommen. So, einen kriege ich markiert. Ne? Dann können wir mal gucken. Ja, doch, der passt ja glaube ich eigentlich. Hältst du ihn fest? Mhm. Das
Aktion ist, nur weil er noch Stress hat. So, haha, jetzt wollte ich den wegbewegen. Nee, da muss ja noch was hin. Und der Fokus schon und noch einmal. Genau. Dann ist der. Treiber aus. Der Silencer hat Treiber aus. Bleibt welch in Stress. Macht einer noch. Kann aber durch. Erstmal würfeln für den. Ach ja, stimmt. Erstmal würfeln wir mal für den Crit. Genau, so will ich das. Für einen Crit. Schade. Und jetzt kannst du Aktion Fassrolle oder Schub machen. Kann ich noch machen, ja. Bis solange ich maximal 2 Stress habe. Also das ist ganz regulär. Dann ist mein PS Next dran. Der macht einen Dreier Sloop. Ja schon Fokus und hat jetzt ja noch eine Aktion, nimmt er sich die Zielerfassung auf Scorch und kriegt durch die Mustererkennung erst im Anschluss den Stress. Und dann ist deiner, ne? Das hast du anscheinend gerochen, was ich da vorhin habe. Ja, wie gesagt, ich hab eigentlich gedacht, dass du schon stehen musst. Ich hatte da, nimm lieber den Bumsle. Genau. Die wollen wir nehmen. Ich habe mir ein Event. Ja, jetzt hat er sich den Event genommen, jetzt ist es zu spät. Ja, hätte auch nichts gemacht. Ja, scheiße, stimmt, ja, gut. Ja. Quick Draw gibt Leutnant Dawson PS6. Und, ja. Gut. Oder gibt es eine neue, ja. Halt Scorch 7, aber. Mache ich das? Ja, habe ich jetzt gesagt, also mache ich das. Dann greift der Lieutenant Thorsten in Reichweite 1 an. Und das Ergebnis ist das folgende. Und ich kann daran nichts regulieren, nichts drehen, nichts verändern, nichts verbessern, nichts schlecht. Jo. Ich glaube, ich nehme mal noch den Weg dazu. Dann geht dein Schild und du kriegst einen Crit. Wahrscheinlich Volltreffer. Ja, Volltreffer, das war klar. Läuft. Muss man da wegwischen. Vielleicht doch. Ha, der fliegt vor mir. Ich wäre sonst nicht aus der Ecke gekommen mit Lieutenant Thorsten. Ich habe nicht drüber nachgedacht, was passiert, wenn du drüber wegfliegst. Hast voll in der Schlau gesehen. Ja, leer. Aber ist jetzt zu spät. Dann schießt Quick Draw in Reichweite 3. Schießt er auf Scorch. Wenn der nicht mehr ein Leben. Ja, ich habe ja Backdraw noch. Ah, okay. Na gut. Und dann habe ich das volle Kontrollsystem. Das gehe ich aus, aber das bleibt bei 2 Kills. Und das verteidigt er auch einfach komplett. Das ist ja ein Knaller. Dann ist Blackout. Ja.
Ich schieß auf. Ja, ich schieß auf Quick Draw. Also mit Blackout auf Quick Draw 2. Ja, schade, er hat keine Schilde mehr. Ne? Das wäre jetzt zu geil, in der Situation nochmal schießen zu können. Keine Schilde? Nee, Quick Draw hat keine Schilde. Ja, Schaden. Und dann Reichweite 2 sind 2 Würfel für Backdrop nach hinten raus, plus seine Fähigkeit sind 3 Würfel. Und dann nehme ich die Zielerfassung, gebe die Zielerfassung aus. Und dann ist das Hit und Crit und Fokus. Kannst du den mal bitte mal reinschieben? Das bitte reinschieben? Danke, ja. So? Gut, Entschuldigung. Und das verteidigt er. Wie gesagt, schieß 0 ab. Hatte ich ja vor? Ja, jetzt zumindest also schattelig. Ich habe Fürth auch mehr Entscheidungen revidieren lassen, weil das ist ja nur ein. Nö, ist egal. Ja, manchmal ist halt auch einfach lernende Schmerz, ne? Und wie lange haben wir noch? 38. Oha! Du weißt es, ne? Ich hab das noch gemacht bis jetzt. Den Kritz meinst du jetzt die an den. Ja, also das Panel da bedient ist. So. Ja, dann darf deine Null zuerst. Ja. Ach, Scheiße! Den Captain Fass noch vergessen. Fuck! Tja. Hört die Points. Rumst er da rein? Ich geh die Kamera rein. Stell es nochmal so gut an. Still doch. Vorne ran und dann drehst du hinten so lange so. Bis dir das alles irgendwie passt. Keine Aktion. Die gerne. Wie denn? Stress? Ja, ganz schön. Hatte ich auch nicht gerechnet, aber gut. Ich krieg einen Stress und damit war es das in dem Fall. Dann. 1 hart nach rechts. Für den guten Backdraft. Mal kurz gucken, was habe ich hier eingestellt. Das passt. Dann mache ich mit Backdraft, obwohl das ein rotes Manöver ist, weil er Mustererkennung hat, einmal eine Welle zur Seite. Und stelle den Feuerwinkel nach vorne. Und kriegt dann meinen Stress. Gut, was sagt ihr da noch? Ja. Smart macht.
Wenn sich nie weht, dann darf Blackout. Macht. Vollgas, ne? Blackout. Fokus, noch einen Schub nach. Was war das? Ja, fast ohne. Und dann kriegst du auch einen Stress. Ne? Ja. Was hat er denn gemacht? Sag ich da eins oder zwei? Oder? Ne, sag ich da eins hat er gemacht. Achso, und die ist blau bei ihm? Die ist blau bei ihm, ja. Ja, ich kann diesmal, glaube ich, keinen hochziehen, weil ich keinen in Reichweite 1 habe. Dann schießt Quickdraw alleine in Reichweite 2, aber durch den Stein auf deinen Freund da. Mit 3 nach vorne. Reichweite 2, genau. Dann darf ich einmal rerollen, weil ich gegen den Erzähler was mache und das vollkommen kurz zähle. Und dann ist das Hit Doppelkrit. Weht, ist ausgewichen. Ja. Ja. Zwei gewürfelt und einen durch den Evade-Marker, liebe Regie. Hey, ich möchte das Regelbuch nochmal haben. Ja. Dann darf Blackout. Ich hätte ja gerne auf Quickdraw geschossen, aber ich glaube, das passt nicht mehr, ne? Nee, das hatte ich eigentlich so vorgesehen, dass das nicht mehr passt. Scheiße, ich hab mir den Schub machen sollen. Quatsch, die Fassbrille. Ja, das hat mich auch gefreut, aber ich dachte... Ja, ich dachte, du gehst nicht mit einer... Naja, du konntest ja nicht mit einer 1 reinnehmen, weil du ja jetzt ja rot bei dir, ne? Also musstest du mit der Stress und... Ja, du musst ja irgendwas machen, damit du sonst... Du musst ja keiner machen kannst. Ja, ist ja gut. Heul nicht rum. Ja. Sag mal, ein bisschen später nach Hause kommen. Schieß ich halt weg. Ja, mach mal. Ich will 2. Oh, das ist doch gar nicht so schlecht. Hau wirklich aus. So. Einen roll ich neu durch schwer zu treffen. Und verschlechter mein Ergebnis auch noch. Sicher. 2 Schilde weg. Exakt. Dann schießt Backdraft zurück. Unmodifiziert. Auch Blackout. Für 2 Hits. Ja, kann man nochmal 3-mal Evade würfeln, ne? Warum denn noch? Weiche ich mal raus. Und dann würfelt das Shuttle unmodifiziert auf 0, Reichweite 1. Für einen Hit und einen Crit. Schafft er nicht! Crit geht durch. Das war's ja. Der ist raus.
Gut. Weiß ich nicht. Das können wir gleich nochmal verifizieren, liebe Regie. Ist das nicht egal? Nein, er möchte das jetzt unseren Streamern zeigen. Das war Strukturschäden. Einmal Strukturschäden. Aber jetzt habe ich zu weit gerutscht. Entschuldigung. Die Zielerfassung auf Blackout nehmen sollen mit Backstepper, mit Backdraft. Nein. Ich habe meine eigene noch angenutzt. Ich habe meine Mama das hätte ich vorher machen müssen. Wenn ich mir hier hinstelle, wird es nicht verpackt. Du musst gerne sein eigenes haben. Okay, okay, sagt er. Dann fliege ich mit dem Shuttle los. Der Shuttle versucht da eine weiße 1 noch irgendwie rein zu quetschen. Und das schafft er auch. Den Stress behält er aber, weil es ja weiß. So. Meine 4. Fliegt blau 1 geradeaus. Nimmt sich eine Zielerfassung auf Blackout und dreht den Feuerwinkel nach hinten, in der Hoffnung, dass du über mich drüber fliegst. Aber wahrscheinlich macht er so nach oben weg. Aber mir waren auch so ein bisschen die Hände gebrochen. Dann ist deine 4. Die fliegt eine Zweier-Ecke. Achso, ja. Dann ist deine 5. Oder 2. Was ist denn dazwischen? Am besten ist die 4 mal weg. Das ist perfekt. Muss noch nichts machen. Ich will den Shuttle allein schicken. Stress ist weg, jetzt die Erfassung hat. Super. Und sich den Fuß. Oh. Ist die Erfassung das Teil und nicht? Nee, das ist. Ich weiß gar nicht, wovon. Ist die von Wiki. Und zwei, ne? Ganz minimal. Schade. Ich dachte, wenn das passt, dann hätte ich vorne, hinten, Fokus, alles schön. Und Blackout kann auch nicht auf mich schießen. Ne? Kein Schiff kann auf mich schießen. Genau, du kannst jetzt mit Blackout in Reichweite 1 ohne Stein aufs Shuttle schießen. Ach, wenn man eine Festrolle braucht, ne? Obwohl, das wäre gar nicht gut gewesen. Ja, naja, dann schieße ich mal mit Blackout. Reichweite 1 hattest du? Ja. Du nimmst mir also so Würfel. Ne, nur wenn du durch den Stein nimmst du mir Würfel, ne? Genau. Okay, das heißt, ich habe meinen Würfel. Ja, ich kann auch nur 8,4 Schaden für mich schaden. Ja, das ist das Auge nehme ich noch aus. Das Auge im Handy und dann lässt du. Ach,
Grüne Leerseite. Gegen drei Schild beim Tenant. Dessen Fähigkeit ihr leider nicht triggert, weil er ja jetzt gestresst ist. Das ist immer sehr lustig. Das hat doch Blackout jetzt geschossen. Scorch kann auch schießen. Scorch schießt auf. Kann auf Backdraft. Reichweite 2. Ja. Nimmt sich einen Stress und hat dann damit einen Würfel mehr. Auge. Da geht ein letztes Schild und er kriegt einen Schaden. Ja, hatte ich schon. Ja. Nee, nach einem roten Manöver nur. Gut, dann sind wir uns jetzt einig, dass ich nicht mehr auf irgendwas schießen kann und das Ende der Kampfphase ist. Blackout hat noch keinen Stress, also kriegt er einen Stress. Scorch hat sich ja mittlerweile einen Stress genommen, sonst hätte der auch noch einen gekriegt. Gut. Also auf deinen Pakt hier. Fanatic, was machst du? Fanatic hat ja noch ein Schild. Du musst ja sein Schild dafür verlieren. Das bringt was ja nicht. Solange du einen Primärangriff durchführst, falls du keine Schilde hast, darfst du ein Auge in ein Hit-Ergebnis ändern. Das ist auch schlecht. Da kann man auch arbeiten. So gehst du mit den Range Rulers um. Wir haben jetzt noch so 22 Minuten. Ja. Hat das falsche Manöver eingestellt, baut den Stress nicht ein, ab wie vorgesehen. Da ist man doch zu sehr das Special Forces Manöver gewöhnt. Das war jetzt eine dumme Sache. Was passiert? Na, ich hätte da die Zweier Bank einstellen müssen, habe aber die Einser Bank eingestellt und habe nicht darauf geachtet, dass sie wirklich weiß ist. Oder bei dir zu Stress. Und dann halte ich halt meinen Stress. Das ist doch gut für Erik. Ja, für Erik ist das gut, für mich ist das dumm. Mein Backdraft. Fliegt
nach Rom. Rat 1. Dreht dann den schwer zu treffen wieder auf aktiv um. Ich habe da irgendwie noch ein Knistern im Ohr. Und nimmt die Zielerfassung auf Scorch und kriegt dann im Anschluss erst den Stress. Dann ist dein EO drin. Und zwar eine Dreier-Ecke. Also eine Dreier-Bank. Bis dahin. Das ist schon vor zwei Beschussphasen. Scorch erhält aber seinen Stress. Und dann ist dein Dämpfer. Das ist eine Zweierharte. Die Ecke. Was hast du denn vor? Schmeißt er den Stress in einen Stream. Gut. Schauen wir mal. Nutze Gott, dass ihr was erhält. Wo wollt ihr hin? Ihr kriegt alle Kuhmeister. Nur ein Schiff liegt richtig. Schade. Schade ist das einzige Schiff, was halt sein Flugplan deutet. Oh, dann Prost, ne? Ja, danke. So. Dann schießt. Quick Draw. In Reichweite 1 tatsächlich. Zwei normal plus Gunner plus Reichweite. Und nimmt sich dann das Vollkontrollsystem und macht drei Hits und einen Crit daraus. So, ich wähle, dann sind das nun Hit und Crit. Also Schiff weg und ein Crit. Und das ist, mal gucken, ob du bei deiner Statistik bleibst. Nein, ist Triebwerksschaden. Einmal Triebwerksschaden. Ja. Dann möchte ich noch mal gucken. Da passt es nicht, aber ich glaube, da passt es. Und zwar in Reichweite 2. Schießt Spector auch noch mal 3 auf Blackout. Und zwar ohne Modifikation. Stimmt, die Ziele haben wir runtergenommen. Für 1. Ja, war klar. Ja. Ein schön weg. Und das war's. Ja, noch viel Spaß. Danke, danke. Hast du schon so einen, Das ist auch die Wahl zwischen Pest und Cholera gerade, ne? Okay. So, das Shuttle baut dann doch endlich mal auch den Stress ab. Und Feuer, Vollauto,
Er nimmt sich mal vorsichtshalber das Verstärken hier. Ja. Mit dir, ne? Ja. Ich will auch schon reinschmeißen. Viel Spaß noch dran, ne? Ja. So, eine Einser Bank. Und nimmt sich einen Fokus. Dann ist dein Scorch. Eine 2. In Flugrichtung rechts. Ja. Darf ich einmal gucken, ob das auch noch links gepasst hätte? Na klar. Okay. Oh, hätte auch gepasst. Naja. Okay, schon ist das jetzt den Stress. Fokus. Dann ist mein 5. Genau. Das Fokus, der Fokus. Der Fokus gehört ihm, ja. Ja. Karte 1. Nimm deine Zielerfassung. Ja, Quatsch. Ein Fokus und einen Schub. Wir machen eine Passrolle darüber und drehen den Vorwinkel nach hinten. Ne, das war ein blaues Manöver, genau, für den Stress. Nicht, dass ich da irgendwas. Und möchte dann schießen. Zuerst mit 2 nach vorne. 3. Für 1. Hat der einen Schaden? Den Schaden nehme ich mal. Dann schieße ich nach hinten raus mit 3 durch den Reichweitenbonus. Nehmen das volle Kontrollsystem, Zielerfassung aus. Für 2. Was verteidigst du? Gut. Dann ist dein Blackout dran. Jo. Blackout schießt auf, das ist 2. Ja. 2 auf Backdraft, ne? Ja. Ja. Backdraft. Mit 3. Okay. Das ist ein Crit gewesen. Ein verteidigt, ein. Nee, ich nehme noch schwer zu treffen. Sensorenausfall. Du kannst keine Aktion durchführen, außer der Fokusaktion und Aktion von Schadenskarten. Ah, scheiße. Ich hab Fehler gemacht. Fuck. Kannst du den unseren Streaming-Gästen einblenden, den Crit? Ja. Das kann ich nämlich nicht. Welches ist das? Sensorenausfall? Sensorenausfall, ja. Das war eigentlich ganz einfach. Auf Quick Draw und wenn man auf Backdraft, ne? Auf Backdraft, ja. Achso, okay, cool. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, wieder aufgefallen. Und zwar?
Okay, ich habe den Triebwerksschaden vergessen, auch richtig abzuhauen. Ich dachte, der ist nur für Einser-Ecken, der ist aber für alle Ecken. Der ist in Ecke geflogen und der hätte den Stress nicht klären dürfen. Also der war blau, das heißt, er hätte noch den Stress behalten. Er hätte den Stress noch behalten und hätte keinen Mann. Okay. Ja gut, das hätte er von dem Fall tatsächlich nichts geändert. Backdraft. Schießt den Reichweite 3. Drei Würfel hinten raus auf Score. Ja, deswegen jetzt spielt es. Wozu hat man alles, wenn man das aus der Hand hat? Genau. Ob man es jetzt blenden kann und kaputt was. Das sind zwei Crits, dann darfst du zwei ziehen, ne? Ja, also bei ja. Nee, mach mal, wegen Strat. Achso, ja, Volltreffer und. Dann ist der zu. Der ist der zu und dann wäre noch Plätze Blut. Und, aber ist egal, das spielt das jetzt eine Rolle? Ich will das jetzt. Okay, sag doch, du möchtest. Okay. Volltreffer und. Gut, mein Shuttle kann ich schießen. Die Zielerfassung hatte ich ausgegeben. Oder? Ne, habe ich nicht ausgegeben. Ist auch egal. Achso, die 6, die war aber auf Scotch. Ja. Ja, und dann. Eigentlich nur noch ein Schiff, muss ich mir das nachdenken. Ich muss mal überlegen, was ich mache. Und wenn ich den dann abarbeite, kann man den dann auch weglegen? Auf der? Ja, das sind das, die Rutschschritte sind X. Was macht denn der Kritiker? Ich darf nur Fokusaktion machen. Oder Schadenskarte. Ja, du kannst gerade mal außer dem Ding. Okay. Der fliegt eine 1H3 ins Feld. Und holt sich einen Stress. Das gleiche Manöver. Macht auch Backdraft. Und dreht dann als Aktion den Schaden um. Und das
Also, das heißt, wir müssen mal einarbeiten. Ja. Also, wie hat ihr gesagt, 2-4 Schaden da? Also, und dann davor nochmal die 2 Schaden? Ja. Schön. Dann sieht er uns seine Bewegung, steht auf. Und dann habe ich 2. Boom. Und der Bump. Ich mache hier noch ein. Victor fliegt 1 geradeaus, nimmt sich eine Zielauffassung auf, Blackout und dreht den Feuerwinkel nach vorne. Und möchte dann auch schießen in Reichweite 2, 3 Stück. Und macht das Feuerkontrollsystem einen Reroll, aber das bleibt auf dem Fokus. Ups, kein Fokus. Ein Crit noch, genau. Das ist der Konsolenbrand. Bevor du kämpfst, wird ein anderes werden. Ja, der ist außerhalb der Reichweite und damit geht das weiter. Ja. Dann haben wir mal wieder die Würfel raus. Jetzt sehen die ganzen Menschen überhaupt gar nichts mehr. Die 14 Millionen Menschen, die das sich angucken werden. Ich baue den Stress ab und ich nehme auch eine Zielauffassung auf. Blackout und fliegt dann weiter mit dem Special Forces Teil. Der dreht, nimmt sich eine Zielerfassung und dreht sich den Feuerwinkel nach vorne und kriegt dann seinen Stress. Dann bist du dran. Ja. Oh, dann kann er ja jetzt auch noch Fassrolle und Shoot, ne? Das kann der auch machen. Oder ja. Das ist schon cool. Bringt ja nichts. Ja, das bringt nichts. So. Ja, das heißt Fassrolle und Shoot. Doch, kann er, ne? Weil er hat ja jetzt nur einen Stress. Stress. Klar, natürlich. Das kann er. Das muss man auch machen. Einfach mal. Genau, das war's. Das kann man ja mal so ein bisschen. Oh, das ist ja irgendwie Quatsch. Eine Fassrolle ins Eingang, das ist aber Fassrolle, wo soll ich machen?
Nee, ich wollte das nur interessenshalber wissen. Ach so, ja. Ja, prinzipiell kann er das. Also er kann auch beides machen. Durch die Schubdüsen und dadurch, dass es egal ist, aber jetzt nicht ganz egal. Aber ich mache nichts. Aktion Fokus. Und ich schieße dann in Reichweite 3 auf dich. Mach einen Reroll des trotzdem und gib den Fokus aus. Das sind 2 Hits. Auf 3 war's? Mhm. Okay. Ja, das blende ich mal glatt. Und dann sind das 2 Hits. 2 Hits, ja. Ja. Ja, den nimmt er sich jetzt, wenn er zurückschießt. So, dann schieße ich auf Backdraft in auch 3. Hätte doch einen Schub machen sollen, scheiße. Nein. Ich hab nur noch eine Hülle. Ich will nicht platt machen. Warte mal, ich warte, halt. Vom Kämpftag, ich muss jetzt mal auf Mangos gewöhnen, ob ich nicht schon, ob ich schon tot bin. Ja, aber klar. Also, hier triggert jetzt der. Jetzt der Konsumentenplan triggert und ich erleide einen Schaden. Und dann ist er kaputt und ja, das war's dann. Dann kann ich da nicht zurückschießen. Boing, boing, boing. Müssen wir jetzt sonst noch irgendwas machen, bevor wir ausklappen? Ja, wir müssen einmal aufpitchen. Aber ich kann da jetzt erstmal ja, liebe Zuschauer, das war's dann für heute. Wir streamen höchstwahrscheinlich nächsten Dienstag wieder. Falls euch gefallen hat, kommt wieder. Wir würden uns freuen. Ja, ich habe jetzt eine Karte, weil ich eine Karte